Na, Niklas, was machst du denn hier im Flur? Na, ich warte auf Nele. Sie ist gerade auf Toilette und ich mache ihren Begleitschutz. Begleitschutz? Ja, also kann Nele jetzt nicht mehr allein auf Toilette gehen oder wie? Tom, Baby Tom! Emma, Baby Tom! Hier, Bär! Tom, Baby Tom! Ah, toll, toll! Baby toll! Meinst du, Nele unternimmt heute was mit uns? Ach Mann, seitdem dieser Niklas da ist, hat sie gar keine Zeit mehr für uns, oder? Ach, ich weiß nicht, Markus. Ich glaube, wo war er nicht, oder? Sie hat ja nur noch Onkel Niklas. Ich habe sie gestern gefragt, ob sie mir was vorlesen kann. Dann meinte sie, nein, sie hat jetzt keine Zeit. Also wenn du mich fragst, dann ist sie vollkommen verrückt geworden, seitdem er da ist. Ich verstehe sie überhaupt nicht mehr. Oh, ich bin froh, wenn er wieder geht und Nele wieder normal ist. Vielleicht war sie aber auch nur gestern so. Und heute ist sie wieder ganz normal. Vielleicht hat sie sich einfach so gefreut, weil Niklas jetzt da ist. Ach, alles ganz verrückt. Das, Linus, glaubst du ja wohl selber nicht. Heute ist sie bestimmt noch irrer. Und, Nelchen, hast du heute gut geschlafen? Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ach, aber ich bin irgendwie traurig. Was? Warum bist du denn traurig, Nele? Das möchte ich nicht. Na, also ich bin traurig, weil du morgen wieder fährst. Ach, ich möchte, dass du hier bleibst. Ach, Nele, sei doch nicht traurig. Lass uns heute lieber den Tag genießen. Morgen können wir traurig sein. So langsam habe ich aber echt Hunger. Na komm, Markus, wir gehen mal schauen. Vielleicht können wir ja schon mal helfen, den Frühstückstisch zu decken. Komm, Niklas, wir gehen jetzt erstmal Zähne putzen. Hier, soll ich dir ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste machen? Oh ja, bitte, Nele. Deine Zahnpasta schmeckt bestimmt super gut. Och, Mann, ich drehe durch. Hast du das gehört, Linus? Soll ich dir ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste machen, Niklas? Das ist ja furchtbar. Hallo? Hallo? Hallo, Finos? So, Kinder, kommt ihr denn runter? Der Frühstückstisch ist noch fast fertig gedeckt. Wir wollen jetzt frühstücken. Sind Nele und Niklas noch oben? Nein, die putzen sich gerade die Zähne. Hast du schon eine Idee, was wir heute machen könnten, Niklas? Ja, ich habe da also schon eine gute Idee. Ich habe da noch was Kleines für dich. Was? Was für mich? Ach, du hast mir doch schon so viel geschenkt. Die Rose. Das reicht total. Du brauchst sie nicht mehr geben. Doch, Nele, das ist wirklich was Besonderes. Wenn ihr gleich fertig seid mit Zähneputzen, kommst du denn runter? Wir wollen frühstücken. Komm, Linus, wir setzen uns so hin, dass Nele und Niklas nicht zusammensitzen können. Das war ja gestern schrecklich beim Abendbrot. Das konnte kein Mensch ertragen. Also, ich weiß nicht. Ich kann auch bei dir sitzen. Ich möchte keinen Streit wieder mit Nele haben. Nur wegen diesem Niklas. Also, ich bin dagegen. Komm schnell runter, Niklas. Wir wollen zusammensitzen. Ach, ich freue mich schon so. Mama hat extra Brötchen vom Bäcker gekauft. Komm schnell mit, die sind super lecker. Ach, wo sind die beiden denn jetzt? Ich habe echt Hunger. Ja, ich habe eben gerade Bescheid gesagt. Das ist ja komisch. Wo bleiben die denn? Na, die putzen sich bestimmt immer noch die Zähne und lächeln sich an. Ah, Niklas. Nele. Niklas, Nele, wo bleibt ihr denn? Wir wollen jetzt frühstücken. Kommt doch jetzt bitte, wir haben Hunger. Guten Morgen, ihr beiden. Na, da seid ihr ja. Habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr gut. Oh Mann, ey, wie mega blöd. Ach, ich wollte doch neben dir sitzen, Niklas. Oh, ich wollte gerade den Stuhl zurechtrücken, aber ich sehe ja, dass wir gar nicht zusammensitzen können. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ach, Nele, nun setz dich doch endlich bitte hin und hör auf, jetzt hier so ein Theater zu machen. Ihr könnt auch später wieder zusammen spielen. Genau, Nele. Setz dich doch jetzt einfach hin. Ist doch egal, wo man sitzt. Hauptsache, man bekommt was Leckeres zum Frühstück. Nein, 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 ich will neben Niklas sitzen. Das machst du doch mit Absicht, Markus. Du sitzt sonst immer hier vorne. Setz dich jetzt endlich um. Ach, Nele, nun hör mal auf. Setz dich jetzt hin. Dein Bruder sitzt jetzt da und Linus sitzt jetzt da. Also wir setzen uns jetzt nicht alle um, damit ihr hier nebeneinander sitzen könnt. Jetzt ist wirklich Schluss. Ich will aber neben Niklas sitzen. Ich sehe ihn doch so selten. Dann hättest du vielleicht nicht so lange deine Zähne putzen müssen. Oder habt ihr wieder die ganze Zeit rumgeküsst? Kein Wunder, dass ihr denn so spät zum Frühstück kommt. Oh Mann, Markus, jetzt hör doch bitte auf, deine Schwester zu ärgern. Und du setz dich jetzt bitte hin, Nele.
Also wirklich, Nele, nun setz dich doch endlich mal hin. Komm doch zu mir. Ich bin auch super nett. Nein, du bist überhaupt nicht nett, du bist mega blöd. Und seitdem Niklas da ist, bist du voll neidisch, weil ich einen Freund habe und du nicht. Ach komm, Nele, ich setz mich einfach hier vorne hin und du dich zu deinem Bruder. Ist doch alles in Ordnung. Nach dem Frühstück können wir doch wieder zusammensitzen. Wenn ihr wollt, dann kann ich tauschen. Ich kann mich auch zu Markus setzen. Ich möchte jetzt einfach frühstücken und meine Ruhe haben. Ach, danke, Linus. Ja, dann tauscht doch eben, damit Nele sich endlich hinsetzt. Nein, Linus, wir waren aber zuerst hier. Dann hätten sie schneller sein müssen. Ach, Markus, ist doch jetzt vollkommen egal. Ich habe jetzt Hunger und will frühstücken. Wenn Nele unbedingt mit Niklas sitzen will, dann soll sie doch. Ist doch mir egal. Ich komme jetzt zu dir rüber. Das ist wirklich das Mindeste, Linus, nach der Parkgeschichte. Vielen Dank, Linus, dass du getauscht hast. So kann ich neben meinem Nelchen sitzen. Ich will einfach keinen Streit haben. Also ich gehe jetzt rüber zu Markus. Vielen, vielen Dank. Ja, Nele, dann komm mal her. Ich rück dir mal den Stuhl zurecht. Dankeschön, Niklas. Du bist wirklich ein Gentleman. Dankeschön, Niklas. Du bist wirklich ein Gentleman. Oh, ich kann's alles nicht mehr hören. Dann mal guten Appetit, Kinder. Ach, Nele, soll ich dir vielleicht ein Brötchen schmieren? Möchtest du eins mit Marmelade? Ich wollte dich auch gerade fragen, ob ich dir nicht ein Brötchen schmieren soll. Mit Käse? Komisch, Nele. Sonst schmierst du doch deine Brötchen auch immer alleine. Seit wann brauchst du jemanden, der dir ein Brot schmiert? Oh Mann, Markus, das geht dich doch eigentlich überhaupt gar nicht an. Ich mag es, wenn Niklas mir mein Brot schmiert. Er schmiert es mit so viel Liebe. Weißt du denn schon, was du später werden willst, Niklas? Ja, das weiß ich ganz genau. Ich werde später Architekt. Und dann baut er die allerschönsten Häuser, die es jemals gegeben hat. Genau, Nele, ich werde wunderschöne Häuser bauen. Und das Schönste baue ich natürlich nur für dich. Na, bis dahin ist aber noch wirklich sehr viel Zeit. Bis dahin musst du erstmal die Schule zu Ende machen und dann musst du studieren und, und. Bis dahin habt ihr wirklich noch sehr viel Zeit. Man kann nie früh genug planen. Das sehe ich genauso. Und dann heirate ich natürlich Nele, baue ihr ein wunderschönes Haus, was natürlich nicht so schön ist wie sie. Aber das Wichtigste ist, dass wir für immer zusammenbleiben werden. Ich werde niemals so ein anderes Mädchen lieben wie Nele. Ach, Niklas, du bist wirklich sehr romantisch. Aber glaubt mir, bis dahin ist noch so viel Zeit. Um solche Sachen braucht ihr euch noch keine Gedanken machen. Aber ihr wohnt doch in zwei verschiedenen Städten. Das geht doch gar nicht. Warum sollte das nicht gehen, wenn man in zwei verschiedenen Städten wohnt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, Markus. Papa und ich kommen doch auch aus zwei verschiedenen Städten. Vielleicht möchte Niklas ja auch irgendwann mal hierher ziehen. Das ist doch gar kein Problem. Das haben wir auch alle schon besprochen. Ich ziehe später nicht hierher. Nele kommt zu mir. Ach, ich freue mich schon so sehr drauf. Ich bin so gespannt, die Berge zu sehen und endlich mit dir mein Leben zu verbringen, Niklas. Und dann heiraten wir. Wir bauen das wunderschöne Haus. Ach, das wird einfach eine schöne Zeit. Tuck, Baby. Katze. Miau. 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 Na gut, wir sind fertig mit dem Abräumen. Dann gehen wir jetzt nach oben. Du meine Güte, Linus, hast du das alles gehört? Er will ihr ein Haus bauen und sie wird dann zu ihm ziehen. Also sie denkt ja gar nicht an ihre Familie. Was ist überhaupt los mit ihr? So kenne ich Nele gar nicht. Och, ich war auch ein bisschen verwundert. Und vor allen Dingen ist Nele doch noch ein Kind. Wer weiß, bis dahin alles ist. Stimmt, sie tut auf einmal voll erwachsen. Dabei ist sie ja noch ein Kind. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Die spinnt doch, die ist total liebesverrückt. Der hat sie bestimmt verzaubert. Weißt du, was mir gerade einfällt? Bei Bibi Blocksberg gibt es auch eine Folge. Da verhext Bibi den Joachim, weil sie so verliebt ist in ihn, aber er nicht in sie. Vielleicht hat der hier auch Nele so verhext. Meinst du, das geht? Nein, Linus, Bibi Blocksberg gibt es da nicht im echten Leben. Komm, wir spielen jetzt mit dem Piratenschiff, bevor ich komplett durchdrehe hier. So ein schreckliches Frühstück. Anders kann ich mir das alles überhaupt nicht erklären. Also willst du lieber der Pirat sein oder möchtest du lieber hier vorne der mit der Kanone sein? Ich möchte heute der Pirat sein. Wir könnten auch auf den Spielplatz gehen, wenn du willst, Niklas. Nein, ich habe da dann noch eine kleine Sache für dich. Ach ja, stimmt. Was ist es denn? Oh, ich bin so aufgeregt. Der Schatz der geheimen Insel, der gehört nur mir. Mir. Vorsicht, weg da. Ja, also Nele, ich habe hier noch was für dich und ja. Vorsicht, runter von dem Schiff. Könnt ihr nicht vielleicht einfach unten spielen gehen oder woanders hingehen? Ihr nervt total, ihr seid mega laut. Was, Nele? Du spinnst wohl ein bisschen. Warum sollen wir denn woanders hingehen? Das ist doch mein Zimmer. Linus und ich waren ja zuerst hier. Weißt du was? Das machen wir ganz anders. Ich kläre das jetzt mit Mama. Du, Mama, sag mal, Markus, der nervt so dermaßen. Kann er nicht woanders spielen gehen? Hä?
Wie bitte? Wo soll er denn hingehen? Das ist ja auch sein Zimmer. Ja, aber er ist furchtbar laut und Linus auch. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, was Niklas mir gerade erzählen will. Und das ist doch total blöd. Nele, du übertreibst jetzt auch ein bisschen. Das ist auch Markus' Zimmer. Er darf da genauso spielen wie du und Niklas. Ja, aber Niklas will mir gerade was richtig Wichtiges zeigen und ich kann gar nichts verstehen. Er hat es extra nur für mich gemacht und Markus und Linus sind so laut mit ihrem blöden Piratenschiff. Ja, aber deshalb kannst du nicht deinen Bruder jetzt rausschmeißen. Da müsst ihr euch jetzt ein wenig arrangieren. Frag doch einfach, ob die beiden ein wenig leiser spielen können. Das macht Markus sowieso nicht. Er will mich nur ärgern. Ach Nele, du bist auch wirklich sehr empfindlich, seitdem Niklas da ist. Nun beruhig dich doch mal wieder ein bisschen. Und was hat Mama gesagt? Hat sie gesagt, wir sollen jetzt rausgehen, oder damit du hier mit Niklas romantisch sein kannst? Nein, leider nicht. Sie meinte, ich muss das akzeptieren. Aber ihr könntet ja ein bisschen leise sein, hat Tante Sophia gesagt. Nur ein ganz kleines bisschen. Das ist doch kein Problem, dann sind wir halt ein wenig leiser. Nein, Linus, sind wir nicht. Wir sind nicht leiser. Wir sind gestern schon runtergegangen. Auf keinen Fall sind wir jetzt leiser. Das ist auch mein Zimmer, genauso wie es dein Zimmer ist. Gut, Nele, also ich habe hier ein paar Gedichte für dich geschrieben. Ich hoffe, das gefällt dir und du magst Gedichte. Was? Für mich? Ach, Niklas, du bist so romantisch. Oh, was ist denn jetzt da hinten los? Ich glaube, jetzt lesen sie sich eine Geschichte durch. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, aber kein Gedicht ist so wertvoll wie du. Ich mache mir langsam echt ein bisschen Sorgen um Nele. Ob das wohl so eine gute Idee war, den Niklas hierher zu holen? Sie ist ja total verrückt. Ach, Clara, du weißt doch, das erste Verliebtsein, das ist immer was ganz Besonderes. Das ist doch keine echte Liebe. Ja, ich weiß, aber sie übertreibt total. Also sie muss sich jetzt auch mal ein bisschen zusammenreißen. Peng, 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 das Schiff, das wird sinken. Mann, wie soll ich mich denn hier so konzentrieren? Also Nele, mir fällt es wirklich schwer, dir das vorzulesen, wenn es so laut ist. Her mit dem Schatz, her mit dem Schatz. Der Schatz gehört mir. Also könnt ihr nicht wirklich ein bisschen leiser sein? Nur ein ganz kleines bisschen. Geht doch am besten mal runterspielen. Was? Ich soll runtergehen? Auf keinen Fall. Ihr könnt doch runtergehen. Ja, Nele, wir können doch auch gar nicht dieses ganze Piratenzeug jetzt runtertragen. Wo sollen wir das denn hintragen? Na, dann gehen wir jetzt halt einfach runter. Komm, Niklas. Also, ich verstehe wirklich nicht mehr, was mit Nele los ist. Ja, da tröste dich mal. Ich verstehe sie auch nicht mehr. Sowas Peinliches. Und ich verlasse doch nicht mein Zimmer. Das ist auch mein Zimmer. Ach, ich bin so gespannt, Niklas. Nun lest doch endlich mal vor. Aber nicht alle Gedichte sind von mir. Ich fange erst mal an. Also, Rosen sind rot, manchmal verschmutzt. Denk immer an mich, wenn immer du putzt. Wow, Niklas, das ist wunderschön. Ja, ich verspreche dir, ich werde jetzt immer an dich denken, wenn ich putze. Da räume ich gleich viel lieber die Spülmaschine ein und aus. Ach, gefällt's dir wirklich, Nele? Ich habe das gehört und musste gleich an dich denken. Da habe ich das sofort in mein Gedicht für dich aufgeschrieben. Ach, du meine Güte. Ach, dann habe ich ja Glück und Nele räumt vielleicht öfters mal auf. Mein Herz war aus Stein. Deins ist so rein. Mögen unsere Herzen für immer zusammen sein. Wow, Niklas, du bist ein richtiger Gedichtskünstler. Die sind alle wunderschön. Ja, wirklich, Nele, gefallen sie dir? Ein paar habe ich zusammengetragen. Und das habe ich mir zum Beispiel selber ausgedacht. Ich muss aber ganz dringend auf Toilette. Ich komme sofort wieder. Nein, Nele, ich begleite dich. Komm, wir gehen zusammen. Ich warte eben hier. Ja, bitte, und lauf bloß nicht weg. Und danach lesen wir noch mehr von deinen wunderbaren Gedichten. Ich bin so gespannt, was du noch so geschrieben hast. Mein Herz pocht auch total schnell. Ach, Niklas, du bist einfach der Beste. Na, Niklas, was machst du denn hier im Flur? Na, ich warte auf Nele. Sie ist gerade auf Toilette und ich mache ihren Begleitschutz. Begleitschutz? Ja, also kann Nele jetzt nicht mehr allein auf Toilette gehen, oder wie? Doch, aber ich will sie nicht alleine lassen. Mein Herz verzerrt sich so nach ihr, wenn sie nicht da ist. Meine Sehnsucht packt mich dann. Da bin ich schon wieder, Niklas. Komm, wir gehen schnell nach oben Gedichte lesen. Gedichte lesen? Was ist denn mit Nele nur los? Die ist ja total verrückt. Also Emma darf niemals einen Freund haben, wenn das so ausartet. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Du meine Güte, findet ihr Nele nicht auch total verrückt? Schreibt es uns gerne einmal in die Kommentare. Ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag und ja, würden uns super doll freuen, wenn ihr Familie Fröhlich auch abonniert. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr unten auf den runden Kreis drückt, wo ihr Familie Fröhlich seht. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren und hier vorne verlinken wir euch noch ein paar weitere Videos von uns. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder und danken euch sehr fürs Einschalten. Bis dann, tschüss!